Hallo liebe Grillfreunde beim ersten Chill und Grill und das Ganze mit Napoleon Grills. Unser Partner Napoleon Grill hat sich gedacht, in Zeiten wie diesen wird uns einmal irgendwann die Decke auf den Kopf fallen. Und somit haben wir, weil halt Grillseminare gerade keine abgehalten werden können, die Idee gehabt, das via Livestream zu machen. Geruch kann ich euch nicht versprechen, aber ich hoffe schöne Bilder und ein bisschen Emotion zum Nachmachen, damit ihr dort ein bisschen zu Hause auch was arbeiten könnt, grillen könnt. Und ich bereite mich da jetzt einmal vor mit meinen Handschuhen. Ihr seht, ich habe zwei, drei drüber. Das ist ein bisschen einfacher zum Arbeiten. Ich kann wechseln und kann die Hygiene, ist ja momentan das große Thema, da auch beim Arbeiten gut einhalten. Das ist daheim auch sehr nützlich. Wir haben euch Fragen gestellt und da hat sich der Florian Mark gerührt und gesagt, du, das perfekte Steak, das war ganz klasse. Und andere Fragen zum Beispiel von der Barbara Weidinger, einfache Zutaten so zum Grillen. Wir haben da ein bisschen eine Mischung rausgenommen. Vielleicht hat man jetzt gerade das perfekte Steak nicht zu Hause und darum haben wir gedacht, es gibt ja B-Cuts, es gibt vielleicht was, was man noch eingefroren hat vom Winter, so wie es wir da haben, ein Schulterscherzerl. Was eigentlich ein Kochen sie die Fleisch ist und das werden wir jetzt miteinander zubereiten. Das schaut so aus, das Ding. Ja, es ist ein wunderbar flaches Teil, aber es kommt von diesem großen Bereich da und da seht ihr aus diesem Bereich heraus, dieses Schulterscherzel schneiden wir dann zwei solche Teile heraus. Ja. Und damit man das einmal weiß, wo ist das eigentlich? Ja, das habe ich mir da auf unserer schönen Dame, das ist eine schöne Kalbin, und die Schulterscherzer liegt da auf der Schulter. Also es ist da, sonst unsere Steakteile, die seht ihr da ein bisschen beige eingetragen, die sind alle am Rücken, da habt ihr noch ein Filet, Beiret und so weiter. Und das werden wir jetzt einmal gleich zubereiten. Als allererstes natürlich einmal eine Würzung. Ja. Bei einem guten Fleisch, und da haben wir wirklich ein schönes Stück, braucht man nicht allzu viel, aber ein bisschen Geschmacksgebung, das darf schon sein. Für mich ist die erste Komponente das Salz. Ich nehme da ein grobes Salz, das ich da drauf tue. Dann ein bisschen Pfeffer, das waren die Klassiker, über den schwarzen Pfeffer, das ist auch der hitzeresistentere, der passt auch. Und ein bisschen was vom Steakwürz dazu. Aber nicht panieren, ganz fein nur drüber geben. Die zweite Seite mache ich natürlich genauso. Und ich würde empfehlen, grundsätzlich, dass das eine halbe Stunde, Stunde vorher, das ist harmonischer, das Salz dringt ein bisschen ein, das Wasser wird ein wenig angezogen, wird am Fleisch dann gebunden und ist eine tolle Geschichte dann. Es ist einfach geschmacklich, dann ein bisschen gehobener und interessanter. So, jetzt haben wir beide Seiten wunderbar gewürzt. Also die Menge, das könnt ihr ruhig so in dem Bereich einmal machen, dass da wirklich was drauf ist. Wir sind da sehr dünn, aber lasst euch nicht irritieren. Das Ganze ist ja ein Längsmuskel und durch die Hitze zieht sich das zusammen und wird dann etwas höher. Ein bisschen Öl tue ich noch dazu, das hilft mir so ein bisschen bei der Hitzeübertragung. Und dann drehen wir das Ganze um. Nicht zu viel, nur ganz sparsam. Und ein paar Tropfen da, also nicht im Öl ertränken. Meine Frau sagt aber zu mir, die liebe Irene, ihr Männer, ihr müsst immer in Öl sein, aber ich denke, das bezieht sich aufs Bier und nicht wirklich auf mein Rapsgrammöl, das man grundsätzlich auch bei uns einmal erstehen kann, wenn man möchte. Ich habe da gerade gesehen, da kommt eine Frage herein. Was hast du genau für ein Schulterscherzel? Lieber Dominik, danke für die Frage. Ja, ich war vorbereitet. Ich habe da nämlich was ganz Klasses gehabt. Es ist eine Kalbin, also ein weibliches Rind. Die holt euch das dann noch hinein. Und das ist ganz, ganz aus der Region. Regional ist ein großes Thema.
Und da haben wir eigentlich einen Klick, das ist nicht immer so. Und das ist von der Hofbauer Christa in Titzmannsdorf an der Wild, eine Kalbin, die war 23 Monate. Also ich weiß extrem viel über das Rind, wenn man so ein regionales Etikett dabei hat, und geschlacht hat die Firma Ebner in Irnfritz. Und zu uns kommen ist über die Firma Höllerschmied. Also ihr seht da ein Gütesiegelprodukt. Und ganz hinein, wunderbar. Ja, das heißt, viermal AD in Österreich geboren, aufgezogen, gefüttert und dann zur Schlachtung gebracht. Ja. Aber wir werden gleich einmal am Griller drauf gehen. Ich habe da vorgeheizt und habe da jetzt eine wirklich volle Kanne, um die 300 Grad. Habe diese zwei Brenner, die sind rot, der ist auch rot, der Rest ist blau. Das heißt, ich habe mir da einen gespart und wir jetzt gleich einmal auf den Rost drauf gehen. Ganz leicht versetzt. Dann habe ich da eine kleine Stoppuhr, damit ich ein bisschen mitschauen kann, weil beim Plaudern ist es ja gar nicht so einfach. Und von der Technik her arbeite ich da jetzt circa eine oder eineinhalb Minuten am Rost und dann beginne ich am Rost auf derselben Seite zu bleiben oder nur eine Umplatzierung, dass ein bisschen ein Kreuzmuster entsteht. Der Vorteil ist ganz einfach, ich habe mehr Rösteromen drauf und manche lieben es einfach, wenn sie viele Rösteromen haben und ein optisches Kreuzmuster für die Handyfotos und für die Paparazzis unter uns. Natürlich eine ganz tolle Geschichte, wenn ich das habe. Mir könnte es auch bis 2 Minuten gehen, würde ich aber nicht empfehlen, weil wir wollen ja nicht haben, dass das Ganze durch wird. Sollen wir noch kurz reinschauen? Passt es, Dominik? Super! Er sagt, ganz super. Kultbeef ist die Frage von Dominik mit einer Nachfrage. Es wäre so eine Selektion, aber Kultbeef ist noch eine Stufe darüber. Für die anderen, die uns zusehen, der Dominik hat da ein Premium-Beef aus einer regionalen, sage ich mal, alten Vorlandrind gewählt vom Ausdruck her. Das ist eine Kategorie, die in dem Bereich noch mal mehr Selektion hat, eine höhere Fettgasse, eine höhere Reifung garantiert. Und da, lieber Dominik, auf alle Fälle, das wäre ein optimales Produkt. Ja, wir haben da der Fettgasse 3 und die Reifung, die wir da haben, sind hier auch 4 Wochen von uns gewählt. Viel mehr braucht es eigentlich nicht. So, 1,30 habe ich und ich schaue sie einmal unter. Life is life, schaut her, da haben wir, Grillclub fällt runter, den werden wir wieder herlegen. Ich muss sagen, ich komme ja eher von der Fernsehschiene. Livestream ist ja nicht so einfach, da gibt es keinen doppelten Boden. An den Sinn, an die Mannschaft von der lieben Napoleon-Familie, liebe Marina, alles Gute, danke fürs Live-Blamieren, super Geschichte. Nein, Spaß beiseite, es ist extrem beim Fernsehen. Du kannst alles wiederholen, solche Sachen werden rausgeschnitten, aber genau das macht es aus, wenn euch beim Garten was passiert, ich würde mal sagen, das Bierflaschel runterfällt, dann muss man auch die Scherben wegräumen. Und in dem Sinn, wenn wir da hinten auch schauen, dass uns das Bier nicht runterfällt. Kochert wird sowieso schon, schaut, wie es da eigentlich schon schön warm ist. Ja, ja, wir machen das praktisch 1,5 Minuten und kreuzen, dann kommt die Wendephase, drehen das Ganze um und geben es dann in den indirekten Bereich hinein. Beziehungsweise, ja, ich möchte euch da noch zeigen, wie man das eigentlich herausschneidet. Ja? Das heißt, aus diesem Ziegel, das ist wirklich ein großes Stück Fleisch, machen wir jetzt live miteinander das Herausschneiden von 2 Flat Iron Steaks. Man sagt der Bügeleisensteak, weil aus diesem großen Stück 2 flache Stücke herauskommen, wie wenn wir es flach gebügelt hätten. Ja? Da könnt ihr jetzt live dabei sein, schaut einmal auf die Uhr, wie lange ich brauche. Noch interessanter ist, ob ich mich nicht reinschneide und wenn wir fertig sind, wirklich alle Finger noch draußen. Aber ich werde dafür sorgen. Super Grillmuster. Schaut, die Kreuzung ist da. Ja, und nebenbei werden wir da gleich einmal loslegen. Und zwar ganz kurz eine feine Klinge machen. Ich hoffe, ihr seht vom Bild gut drauf. Und als allererstes werden wir oben diese Decksehne entfernt. Und seht, das geht eigentlich eh ganz gut. Messer sind geschliffen. Fleisch ist auch weich, also von daher
hoffe dann, dass ich beim Kosten meinen Vorteil ausspielen kann. Dann ist ganz wichtig, da sind natürlich auch extreme kochen Sie die Fleischprodukte oben und die schneide ich da runter. Allerdings schneide ich nicht, sondern ihr seht jetzt hier diese Sehne. Ich gleite mit dem Messer an der Sehne entlang, weil das ist ja nichts, was man wegtut oder das minderwertig wäre. Nein, da kann man ja nachher ganz einfach ein Produkt draus machen, ein kochen Siedefleisch kann man ja ein Schöpfergericht noch was draus machen. So, jetzt muss ich mich mal schauen, orientieren. Eine Frage da drinnen und da drinnen sollte ich umdrehen, aber wir schauen uns mal eine Frage an. Wir haben Lob für Napoleon Grills, aber perfekt, ja. Wie ist es mit den Sisseln, vorher oder nachher? Ja, ich würde diese Sachen vorher sisseln, aber ich will jetzt schnell mal umdrehen, dass ich mich nicht mit euch verplaudere. Vorher oder nachher sisseln ist eine Geschmacksfrage. Grundsätzlich der Klassiker ist, so wie ich jetzt mache, vorher Hitze zufügen, dann in den gemäßigten Bereich, nämlich indirekt gehen. Also man sieht das Backrohrfunktion, so wie wenn du in der Küche im Backrohr bist. Das werden wir alles noch praktizieren. Das wäre nicht theoretisch erklären, das machen wir in der Praxis. Ja? Und dann die Hitze ganz einfach wirken lassen, schauen, dass sie eingebremst wird und dann hat man zum Schluss weiches Fleisch. Umgekehrt finde ich es auch ganz lässig, muss halt jeder für sich entscheiden. Umgekehrt heißt vorher indirekt, eher low and slow. Das heißt, ich würde sagen, in der Küche sagt man auf alle Fälle dann dazu Niedertemperatur garen, das heißt indirekt stellen und dann mit weniger Temperatur auf den Kern gehen und das Finish nachher, wenn die Gäste da sind, dann könnt ihr auf der Sizzlezone einfach zaubern und mit Feuer und Flamme das Ganze finishen. Gut, wir haben da dann noch jede Menge Arbeit von uns, dass wir da wirklich unsere zwei Steaks herausschneiden. So, da haben wir unsere Sehnen, Kollagen, ja, Faszien sagen manche, also ich würde sagen, der Waldviertler sagt Flachsen, sagt man bei uns. Ja. Dann oben ist es befreit, dann dreht das Ganze um. Dann auf der Rückseite, da hat man zwei Möglichkeiten, das Fett einmal wegzunehmen oder, so wie es ihm auch, einen Schnitt ersparen, ich gehe gleich drunter. Und wenn ich da gleich drunter gehe, ihr seht, es geht wunderbar, wenn man ein bisschen Übung hat, gleitet das durch und ich brauche nicht Fett oder Sehne trennen, sondern ich bin schon wieder fertig und habe wirklich da kein Fleisch oder nicht sehr viel erwischt. Ein bisschen nachputzen und das war es schon. Ihr seht, das kann sicher jeder zu Hause nachmachen. Da haben wir noch so ein Koch- und Siedefleisch. Das sind diese drei Stücke, da herum und da unten. Und jetzt wird es spannend, ich meine, das schaut jetzt schon mager aus, auf alle Fälle, oder? Aber ich muss jetzt auf mein Steakladen hinten schauen. Ihr seht, ich habe mir da was vorbereitet noch. Das hat sich zusammengezogen. Ich zeige euch das jetzt einmal noch in die Kamera. Es ist zusammen, es ist kürzer geworden, dafür ist es höher geworden. Und ich werde mir jetzt zur Kontrolle und auch für euren Überblick, damit ihr das gut habt, noch einen Thermometer setzen. Dann können wir dann fachlich sind also einige tolle Fragen dabei, dann auch über die Garstufe plaudern und ihr könnt das mit mir mitkontrollieren. So, setzen wir das einmal mitten rein. Dann nehmen wir da ein bisschen Butter drauf. Auf alle Fälle dann noch eine Tropftasse drunter. Wisst ihr, liebe Grillfreunde, eine Tropftasse ist immer dann da, wenn man selber einen Griller putzen muss. Ja? Oder zu der Person, die den Griller nach einem putzen muss, noch weiter eine gute Beziehung pflegen will. Und in dem Fall ist es meine Frau. Also schnell drunter, dass wir nichts abputzen und ein paar Kräuter dazu. Ein paar Kräuter habe ich da, so ein bisschen eine Rosmarin-Sammlung. Die werden wir da noch drauf geben, dass die Aromastoffe gut drauf kommen. Lassen das kurz drinnen. Wichtig ist, wir drehen da in dem Bereich schon wieder an und lüften das Gerät. Ja? Weil der Griller extrem massiv ausgebaut ist. Es ist echt ein Schwergewicht, was ich hinter mir habe. Und da ist so viel Energie drauf, den kann man nur mehr da warm stellen und es passt. Ja, dann geht es eigentlich nur mehr darum, dass wir da unsere Sehne finden. Ganz einfach, ihr seht es. Ihr zieht das einfach da drüben her, fahrt mit der Messerklinge, aber so schabend nach vorne und das ist easy going,
und dann habt ihr schon das allererste Stück da. Da herum muss man ganz kurz einmal durchschneiden und ihr habt schon das erste Flat Iron. So einfach geht das. Das werden wir da so herlegen. Könnt euch das dann im Nahbereich nochmal anschauen. Es kommt schon wieder eine Frage herein. Der Jürgen, welche Temperatur hast du am Griller? Also ich bin Vollgas gefahren. Wir haben da 350 beim Anfang gehabt. Und ich muss jetzt wirklich das Gerät offen lassen, dass ich Druck wegnehme. Wir haben ein dünnes Flat Iron, eine irrsinnig große Oberfläche und die nimmt natürlich von dieser Batzenleistung von unserem Napoleon Grill extrem viel Hitze an und wir müssen schauen, dass wir da ganz einfach nicht übers Ziel hinausschießen. Ja? Übers Ziel hinausschießen ist ganz einfach, wenn ihr jetzt dieses Stück habt, ihr seht da die Sehne, dann nehmt ihr ganz einfach den dicken Teil der Sehne, fahrt mit dem Messer drunter, gut geschliffen sollte schon sein, das stimmt schon, und fahrt dann nach vorne. Also wunderbar gleitet da unser Napoleon-Messer durch und wir schneiden das vorne an und wir haben schon alles fertig. Ja? Das heißt, wenn ich euch das nochmal in die Kamera zeigen darf, wir haben im Nahfeld ja, wunderbares Fleisch. Schau, ich habe die zwei Flat Iron Steak, ja, oben und unten. Ich habe die Sehnen, Kollagenanteil. Das bitte nicht wegschmeißen. Für eine Suppe zum Mitkochen, ein schönes Soft machen, zum Einreduzieren. Oder dann da unser herrliches Softfleisch. Wenn ihr da ein Geschnetzels oder was machen wollt, das könnt ihr da auf alle Fälle noch machen. So, die stellen wir da hinten zur Seite. Ja, und das ist jetzt schon für unser Abschlussbild das letzte Brett. Wir sind super unterwegs, das Messer kommt nochmal weg, die Handschuhe, jetzt seht ihr, warum ich mehrere genommen habe, die kann ich jetzt einfach wechseln und ich habe drunter noch immer einen, der ist sauber, weil jetzt kommt es ja ganz einfach auf unser Abschlussbild und wir wollen ja da wirklich saubere Hände haben und nicht mit Fleischhände auf das andere zugreifen. So, ja. Haben wir für eine Gasstufe, ich zeige euch das nochmal in die Kamera rein, schaut einmal her, so schaut das aus und ich habe da auch 53 Grad, 54 Grad jetzt zum Schluss, also wenn wir einen Griller zugemacht hätten, wäre es eng geworden, dann wäre es das zu weit hinaufgegangen. Ja? So, wer da das Gefühl vielleicht noch nicht so hat in dem Bereich, müsst einfach, wenn ihr das Fleisch habt, ihr habt es gesehen vorher, ich habe es kurz einmal angegriffen, es soll einfach nur federnd und elastisch sein. Wenn es sich verspannt und fest wird, ja, dann drückt es auch gegen deine Zähne und das wirst du nicht wirklich wollen. Und somit haben wir eigentlich jetzt nichts mehr anderes zu tun, als da einmal zu kosten. Und ich hoffe, es hat euch heute wirklich gefallen. Schnelle Geschichte. Ja. Einfache Sache in dem Bereich, wenn man Koch- und Siedefleisch im Tiefkühler hat, auf Vorrat, macht man sich einfach ein Steak draus. Fabian Nadlinger hat mich dann angeschrieben auch und gesagt, ja, wie schaut es aus mit Smoken am Griller, vor allem Kugelgriller, das wäre ein Thema, das uns vielleicht für nächsten Dienstag interessieren könnte. Das von der Barbara haben wir mit einfachen Zutaten gemacht, könnten wir aber auch einmal noch mit, wie räumen wir den Kühlschrank zusammen, wenn überall Reste da sind, war ein guter Tipp, was die Barbara uns da gegeben hat. Wir freuen uns noch, wenn es euch taugt hat, dass ihr uns noch Anregungen schreibt, Like gebt, teilt es. Wenn es nicht so gefallen hat, umso mehr hat es Einhändetasten, damit wir sie verbessern können. Mein Dialekt, ich hoffe, dass der halbwegs verständlich war in ganz Österreich und weltweit. Gebt uns Herzen, teilt uns und würde mich wirklich freuen, wenn wir uns miteinander wieder treffen. In diesem Sinn bei Napoleon Chill und Grill, Live-Grill-Kurs via Livestream auf Facebook. Das posten unten, das kommentieren. Sagt es weiter und seid dabei den ganzen März, Dienstag und Freitag immer ab 15 Uhr. Dankeschön, ciao!